Geschäftsführer Sport Sebastian Schinzenjords ist bei uns. Sesi, die Vorbereitung ist so gut wie abgeschlossen. Wenn du mal auf die letzten Wochen zurückblickst, was hat aus deiner Sicht gepasst? Was ist noch verbesserungswürdig? Wir können uns natürlich in allen Bereichen noch verbessern. Wir haben viele leichte Gegentore bekommen, wie zuletzt beim Spiel gegen Hertha BSC. Wir müssen nach vorne gefährlicher werden, müssen konzentrierter sein, fokussierter sein. Aber das sind die Dinge, die eben eine Vorbereitung offenbart. Wir arbeiten dran und sind guter Dinge, dass wir auch im ersten Spiel gegen Regensburg gut vorbereitet sind. Normaler Vorgang im Sommer, Spieler kommen, Spieler gehen. Lass uns mal ein bisschen auf die externen Neuzugänge gucken, die wir hier haben. Fangen wir zwischen den Pfosten an. Wie sind die Eindrücke bei Patrick Drewes? Ja, die sind bis jetzt sehr gut. Patrick ist ein ganz ruhiger, sachlicher Torwart, der über eine gute Körpergröße verfügt, hat sich sehr gut eingefunden, ist charakterlich einwandfrei, hat sich gut in die Gruppe integriert und wir sind da bis jetzt mit den Leistungen von Patrick sehr zufrieden. Neu im Defensivverbund sind Saulo Licali und Jordi Osaitutu. Da auch zufrieden bislang? Ja, absolut. Auch für die beiden gilt, haben sich super integriert. Die Mannschaft hat es ihnen natürlich auch sehr einfach gemacht, weil wir wirklich vom Charakter und von den Typen her eine angenehme Truppe haben. Beide haben auch gezeigt in den Testspielen, dass sie Verstärkung sein können. Nichtsdestotrotz sind sie jetzt kurz dabei und es gibt sicherlich auch da Luft nach oben. Vorne ist Dani Blum neu dabei. Was versprichst du dir von ihm? Ja, von Dani, deswegen haben wir ihn geholt, versprechen wir uns viel Geschwindigkeit, versprechen wir uns tiefe Läufe, wir versprechen uns Gefahr bei Standards. Das hat er gegen Hertha jetzt nachgewiesen, dass er über einen guten linken Fuß verfügt. Auch Danny ist gut angekommen in Bochum, aber auch da, die Vorbereitung ist jetzt kurz gewesen. Es wird sicherlich noch mal ein bisschen brauchen, bis sich alle komplett integriert und in die Abläufe eingefunden haben. Aber wir sind guter Dinge, dass Danny uns im Offensivbereich helfen wird. Hinzu kommen auch noch drei Spieler, die hier schon bekannt waren. Simon Lorenz und Uli Bapo sind nach ihren Leihen zurück hier in Bochum. War es rückblickend die richtige Entscheidung, die beiden für ein Jahr abzugeben? Ja, ich denke absolut. So eine Leihe hat immer zwei Dinge, die man berücksichtigt. Das ist einmal klar, dass die Jungs sportlich auf die Beine kommen, mehr Spielzeit bekommen, als das ist beim VfL möglicherweise der Fall gewesen wäre. Bei Uli ganz besonders war dann noch ein weiterer persönlicher Aspekt, der eine Rolle gespielt hat. Uli sollte mal aus seinem Umfeld raus, sollte sich mal selbst organisieren, eigene Wohnung beziehen und so weiter. Wir sind mit beiden Leihen sehr zufrieden und freuen uns, dass beide Jungs auch wieder eine Stufe weiter wieder zurück in Bochum sind. Dann wollen wir natürlich auch nicht Sylvain Gainvola vergessen, der ja nach kurzer Pause jetzt auch wieder hier ist. Ein Transfer, an dem du ein bisschen länger gearbeitet hast, richtig? Ja, das war nicht ganz so einfach. Sylvain hat in der Endphase der letzten Saison gezeigt, dass er ein wirklich sehr, sehr interessantes Profil hat. Das ist vielen anderen Clubs auch aufgefallen, sodass wir uns dagegen viele andere Clubs auch durchsetzen mussten. Aber Sylvain hat relativ früh deutlich gemacht, dass er gerne für den VfL Bochum spielen möchte. Das hat uns sicherlich auch in der Abwicklung des Transfers geholfen. Nichtsdestotrotz braucht das seine Zeit. Es wurden viele Gespräche geführt mit Sylvain, mit seinen Beratern, mit Anderlecht als abgebenden Verein. Wir sind froh, dass es am Ende geklappt hat und freuen uns, wenn Sylvain wieder im Vonovia-Ruhrstadion aufläuft. Jetzt hat das Transferfenster ja noch bis Anfang September geöffnet. Du kannst es uns am besten sagen, ob noch was passieren wird, egal in welche Richtung? Ja, es ist richtig. Ein paar Tage läuft das Transferfenster noch. Aktuell stellt man fest, dass es nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen Clubs relativ ruhig ist. Ich gehe davon aus, dass das Ganze absolut noch Fahrt aufnimmt und gehe auch davon aus, dass sowohl bei Zu- als auch bei Abgängen noch was passieren kann. Eine Personalentscheidung, die die Fans sehr gefreut hat, hat mit Patrick Fabian zu tun. Er bleibt, hat jetzt aber auch schon neue Aufgaben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen seine Funktion in der Zukunft erklären. Ja, ich habe in der Vergangenheit gesagt, dass wir neben der neuen Mannschaft, die wir aufbauen wollen, auch Strukturen neben dem Team brauchen. Und da spielt Patti eine ganz, ganz wichtige Rolle. Patti ist Bochumer durch und durch, hat eine gute Ausbildung mit seinen Studiengängen genossen, identifiziert sich mit dem Club und ist prädestiniert für so eine Aufgabe. Wir haben jetzt aktuell in der Vorbereitung darauf verzichtet, Patti schon zu integrieren, weil er sich einfach komplett auf den Sport auch fokussieren sollte. Aber jetzt nach und nach werden wir ihn oben in die Geschäftsstelle einbauen und mit einigen Projekten auch beauftragen. Jetzt gibt es nicht nur im Lizenzspielerkader neue Gesichter, auch das Trainerteam hat Neuzugänge zu verzeichnen. Oliver Barth und Matthias Lust als Co-Trainer, Norbert Lemke als Reha-Trainer. Was zeichnet die drei aus? Ja, einmal freue ich mich, dass sich alle drei für den VfL Bochum entschieden haben. Sie sind auch charakterlich einwandfreie Jungs, die gut in die Gruppe passen. Matthias Lust kennt das Konzept, das sportliche Konzept, wie wir das hier verfolgen, nämlich ohne U23 bereits aus Dresden. Ist ein ehemaliger Bochumer, der das Umfeld hier auch kennt. Ist jetzt auch sehr, sehr gut angekommen beim Verein und hat sich da auch sehr gut im Lizenzspielerbereich und in der U19 schon eingebracht. Norbert Lemke konnten wir dazu gewinnen, der unsere medizinische Abteilung auch verstärken wird. Norbert hat für den VfL Wolfsburg in verantwortlicher Position gearbeitet,
auch da freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat und auch da sind die Eindrücke sehr, sehr positiv. Wie bekannt ist, ist Heiko Butscher aktuell beim Fußballlehrerlehrgang. Das bedeutet, er hat einige Präsenzphasen, die er dort an der Hennes-Weisweiler Akademie auch absolvieren muss. Bedeutet gleichzeitig, dass er nicht in Bochum sein kann, sodass wir dann kurzfristig entschieden haben, noch einen weiteren Co-Trainer dazu zu nehmen. Die Wahl ist auf Olli Barth gefallen, den sowohl Heiko als auch Robin aus der Freiburger Zeit kennen. Auch da ist die Integration bis jetzt sehr, sehr gut verlaufen. Lass uns auf das Sportliche blicken. Die zweite Bundesliga wird gefühlt immer stärker. Ist das auch dein Eindruck? Ja, absolut. Also wir haben drei Bundesligisten, die in die zweite Liga abgestiegen sind, plus einen rund erneuerten HSV, der sicherlich wieder eine gute Rolle spielen wird. Wir haben mit zwei Clubs aus der dritten Liga, mit dem KSC und dem VfL Osnabrück, zwei starke Teams dazu bekommen. Auch zwei Clubs, die sicherlich in der zweiten Liga bleiben wollen und auch die Tradition und ja, letztendlich auch die Strahlkraft haben, um in der zweiten Liga mitzuspielen. Das wären sicherlich keine leichten Aufgaben. Alles in allem muss man sagen, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass die Liga sehr, sehr eng ist, dass es wirklich von der ersten Minute enge Spiele sind, wo Kleinigkeiten entscheiden. Und da sind wir gefragt, gut vorbereitet zu sein, aber auch regelmäßig an die Leistungsgrenze zu kommen, um in der absolut starken zweiten Liga auch bestehen zu können. Was ist denn für den VfL drin in dieser starken zweiten Liga? Mit welchen Erwartungen gehst du persönlich in die Saison? Ja, zunächst einmal erwarte ich, dass die Jungs die richtige Körpersprache an den Tag legen, dass sie jeden Tag nicht nur im Training, sondern auch in den Spielen fokussiert sind, dass sie den Leuten im Stadion auch vermitteln, dass sie jedes Spiel gewinnen wollen. Und ich glaube, wenn wir in der Reihenfolge das als erstes hinkriegen, dann werden wir mit unserer sportlichen Qualität auch die nötigen Punkte holen können. Aber wie gerade gesagt, ich erwarte, dass man absolut mit 100% bei der Sache ist, dass man Einsatzbereitschaft zeigt, Körpersprache und Fokus, das sind die Dinge, die wir hier brauchen. Jetzt steht am Wochenende der Auftakt an, wir reisen nach Regensburg. Neuer Coach, wahrscheinlich auch eine neue Spielidee. Wird das eine Wundertüte oder hast du schon ganz klare Vorstellungen von dem Spiel dort? Ja, ich habe schon eine klare Vorstellung. Ich erwarte keine Wundertüte, sondern erwarte ein klares Konzept von Jan Regensburg. Sie haben in den letzten Jahren eigentlich immer sehr, sehr ähnlich gespielt. Haben zwar jetzt einen neuen Coach, der aber bereits Bestandteil des vorherigen Trainerteams war, sodass ich nicht glaube, dass sie gravierend von ihrer Spielidee abweichen werden. Sie sind sehr aggressiv, sie sind sehr schnell, sie versuchen hoch zu pressen und auf den zweiten Ball zu gehen. Das erwarte ich, das erwartet auch das Trainerteam und die Mannschaft. Deswegen werden wir versuchen, uns da bestmöglich darauf vorzubereiten. Es geht danach Schlag auf Schlag weiter. Das Westduell mit Arminia Bielefeld, DFB-Pokal. Wir fahren dann ziemlich früh nach Hamburg und nach Stuttgart. Ist das schön, diese vermeintlichen Kracher direkt vor der Brust zu haben oder spielt das gar keine Rolle? Ja, erstmal, ich persönlich freue mich auf die Spiele. Eigentlich spielt es keine Rolle, weil letztendlich, ob man sie jetzt am Anfang oder später auf dem Platz trifft, die Qualität wird die gleiche sein. Wir freuen uns auf jedes einzelne Spiel, egal gegen wen es geht. Trotzdem glaube ich schon, dass das Spiel gegen Bielefeld am Freitagabend mit dem Derby-Charakter hier absolut herausragend sein wird. Aber Voraussetzung ist erstmal, dass wir ein gutes Spiel in Regensburg machen, uns da gut präsentieren, da bestehen, gut in die Saison kommen. Das ist sicherlich nicht ganz so einfach, weil alle Teams trotz einer intensiven Vorbereitung nicht ganz wissen, wo sie stehen. Und da wird das erste Spiel in Regensburg die ersten Fragen beantworten.